Nasen, die eine Oberfläche fressen. Aber ich weiß nicht, was sie fressen. Das habe ich schon oft beobachtet, das Phänomen, dass die Nasen zur Wasseroberfläche hochkommen und sich Algen, so Schlammalgen, die sich vom Boden gelöst haben, an einer Oberfläche driften, fressen. Aber man bekommt die einfach nicht am Haken. Also das ist unmöglich. Ist das für ein Verhalten? Leute, klärt mich auf. Ich hoffe, ihr seht das, wie die hier hochkommen. Ich verstehe das nicht. Shit, Alter. Einwandfrei, ey. Einwandfrei. Leichter Landregen war angesagt. Leichter Landregen. Endlich. Lange gebraucht, ey. Hat da einen dunklen Schatten gesehen. Wusste sofort, das ist ein Döbel. Raupenimitation genommen. Ja, erstmal ein Schneider mit einem Döbel. Das ist okay. Und ist auch ein ganz passabler Döbel. Jawohl. Ja, alles gut. Und er ist schon abgehakt. Wunderbar. War noch gleich zurück. Auf eine orangene Raupenimitation hat er gebissen. Liefert eigentlich immer gut ab. Ganz vorsichtig genommen. Oh. Über die Wasserpflanzen rüber dirigieren. Resolut einstrüppen. Ja, größer als gedacht, viel größer als gedacht sogar. Bam. Im Netz. Und da ist der gute, schön. Jetzt schön im Mundwinkel drin, wie es sein muss. Und Fliege selbstständig ausgespuckt, dann angedrückten Wiederhaken, dann kann er auch gleich wieder weg. Einmal frei. Schöner Brassen. Sieht schon geil aus, wie in so ein Amazonafluss, finde ich. Immer wieder sieht man hier kleine Fische, dann sieht man mal wieder einen Brassen oder einen Döbelrapfen. Karpfen habe ich auch schon gesehen. Ja, Brassen. Noch ein Brassen. Ich sollte vielleicht doch mal auf Nymphe wechseln, ne? Oh, Döbel direkt hier vor uns. Er steigt, er steigt. Oh, abgelehnt oder was? Das gibt's denn nicht. Was gibt's denn da abzulehnen? Ach. Mini-Döbel. Ich dachte, vom Brassen. Komm, kurzer Prozess. Alter, dass die auf gar nichts reagieren, ey. Ah, dammig. Döbel gewesen, glaube ich. Boah, schaut euch das an, ey. Das sieht schon geil aus, oder? Wie Amazonas-Fischen hier. Ich will nur noch die Fische. Ich meine, die sind da, aber die sind halt überall. Die sind jetzt unterm Kraut. Man kann die gar nicht richtig ansprechen. Ist schwierig. Sieht geil aus, aber es ist schwierig zu angeln. Ist zum verrückt werden. Ich sehe den Karpfen direkt vor mir, aber ich kann nicht erkennen, wann er die Fliege nimmt. Ob er sie nimmt, keine Ahnung. So sehe ich schon besser. Ach du Scheiße, ey. Mein erster Flusskarpfen. Der geht natürlich sofort ins Gemüse. Zehner Rute. Ach
Scheiße, ey. Ach du Scheiße. Sitzt schön im Maul drin, auf jeden Fall. Boah, bin ich froh, dass ich die Zähne in der Hand halte. Leck mich am Arsch. Ja, den muss ich resolut drillen, ey. Hier mit Becking und so, das kannst du vergessen. Schön überrumpeln. Das ist ja nicht mein erster Karpfen, aber ich bin dennoch aufgeregt. Weil im Fluss ist doch noch mal ein bisschen was anderes. Boah. Geil. Ja, Zehner Route, das macht den Unterschied. Der Cash ist natürlich schön blockiert durch eine andere Route. So wie es nicht sein sollte. Scheiße, ey. Schön an der Oberfläche halten, damit er sich nicht verbuddeln kann. Ja, für sowas brauchst du eine Zehner. Boah, der ist so schön gefärbt. Schöner Schuppi, aber dunkel. Schönes Ding auf jeden Fall. Sieht wunderschön aus. Da hilft nur gegenhalten. Oh, Scheiße, ey. Das ist halt der Nachteil, wenn du alleine angeln bist. Das ist er, schöner Apparat, schön gebissen auf Sicht, an der 10er Fliegenroute. Nur mal eben zu zeigen, auf was der Karpfen gebissen hat. Der hat auf diese Fliege gebissen. Das sind Libellenimitationen, sieht jetzt nicht nach viel aus, aber im Wasser, ja, sieht aus wie so eine Käfer-Libellenlarve und hat er gleich sofort eingesaugt. Ach, so ein kleiner Spritzer, ey. Ich hab einen großen angeworfen. Heavy Cover Döbel. Kann jetzt bitte der Wind aufhören, jetzt wo die Fische da sind? Fische kommen, Wind kommt. Fische sind weg, verscheucht, Wind ist weg. Oh ja. Boah, das. Die Prasse ist gestiegen auf die Nymphe. Ich pack meinem Leben nicht. Lass mich echt nur ranziehen. Geil. Da ist er. Schöne Mundwinkel. Gestiegen auf die Nymphe. Hochgekommen und genommen. Nasen oder was? Nasen mit Döbeln. Ja, die kleinen Döbel schießen natürlich sofort drauf, aber die will ich nicht fangen. Das sind riesige Nasen dabei, ey. Ah, die Döbel gehen Keks hier. Eine Nase wäre schon was Feines. Das war schon wieder ein Prassen, der gestiegen ist. Auf die Nymphe. Fisch dran, was geht denn jetzt ab? Ein Barsch! Kommt sogar noch einer hinterher. Fischspezies mehr. Flussbarsch auf, geschleppte Nymphe. Zack, einmal frei. Oh, schöner Döbel. Der Kleine hatte den zuerst im Maul gehabt. Ausgespucken lassen. Wollte ich nicht haben, hat der Große genommen. Und da ist natürlich richtig schön im Gemüse jetzt drin. Jawoll, Alter, jawoll, ey. Krieg ich ihn raus? Jawoll. Oh, ist er natürlich wieder drin. Störrisch gegenhalten. Einfach gegenhalten. Krieg ich ihn raus. Ist schön eingedreht. War auf jeden Fall ein geiles Szenario, wie der Kleine die Fliege genommen hat, die Nymphe. Ausspucken lassen und dann einfach gewartet, bis der Große die genommen hat. Ah, drin ist er. Ah, Fliege ist schon draußen. Hurra. Rapfen. Das ist unfassbar, ey. Du fischst gezielt auf die und nix. Fischst hier mit einer Goldkopf-Nymphe und hier, da ist er vom Boot. Dehe ich nicht, ey, sowas. Leck, Alter, guck dich das an. Was geht denn hier ab? Boah,
Fuck, Alter, was war denn das jetzt? Ich hab's nicht gesehen. Oh, das war bestimmt wieder so eine Rapfenattacke auf Trockenflieger. Oh, das gibt's doch nicht. Meine Güte, ey. Wird eigentlich wieder zusammenräumen? Wieso geht das? Nee, die Rapfen hier nicht. Ich bin jetzt an einer Stelle mit sehr vielen Karpfen und großen Brassen. Ich habe jetzt wieder die 10er Fliegenroute ausgepackt. Bremse ist ordentlich festgedreht und mal gucken, ob wir noch einen wegfangen können hier. Rapfen. Leck, ey. Das gibt's doch nicht. Boah, das blöde Döbel, ey. Karpfen hängt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ey. Ah, oh, abgegangen. Scheiße. Keine Chance. Trotz hier noch Route. Rapfen, Alter, direkt hier vom Boot. Mann. Alter, die Fische. Ich weiß nicht, ob wir das sehen können, aber das ist ja krass. Oh ja. Großer Brassen, ey. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch, ey. Schöner Klodeckel. Oh. Ah, der ist von Villeroy und Boch. Geil. Neuer Klodeckel PB. Ja, da ist er. Auf eine Prince Nymph hat er gebissen. Slime Time. Boah, Alter. Das war das letzte Mal, dass ich das hier angefasst habe. So, abwechselnd mal wieder Döbel. Versuchen wir gleich mal so loszumachen, wenn er will. Umzingelt von Gewittern. Einmal frei. Oh Mann, ey, das kann doch nicht wahr sein. Meine Fresse, ey. Also wettertechnisch wird mir heute echt gar nichts gegönnt. Ja Leute, kurzer Zwischenbericht. Kann heute leider nicht so filmen, wie ich es ja, gern gewollt hätte. Durch Regen, es kommt ständig Regen durch, dann ist wieder Sonne, Regen, Sonne. Jetzt hier gleich wieder, ich weiß nicht, ob man es hört, Gewitter, es donnert wieder. Deshalb muss ich das heute irgendwie ein bisschen kurz halten und konnte das heute nicht so kommentieren, wie ich es normalerweise mache. Werde ich vielleicht heute Abend noch mal ein bisschen nachholen, wenn ich fertig bin. Bis jetzt war es ja ganz gut. Wir haben einen schönen Karpfen gefangen, auch schön auf Sicht, mein erster Flusskarpfen hier an diesem Fluss. Rapfen als Nachläufer gehabt, der jenseits der 70 cm war, nehme ich mal an, ein paar Döbel gefangen und Brassen gefangen, und zwar gezielt, das fand ich schon mal ganz gut. Und wenn ihr ja meine Videos schon gesehen habt, dann habt ihr ja gesehen, dass ich schon Brassen gefangen habe mit der Fliege, aber ich wusste jetzt nicht, kann man das jetzt wirklich auch gezielt machen, ne? Und heute hat es ja geklappt, ich weiß nicht, wie viel habe ich bisher gefangen, 2 oder 3? Und ja, also man kann Brassen fangen, wenn man will, ganz gezielt. Ist jetzt nicht so der geilste Drill, aber es macht Spaß, irgendwie mit der Fliegenroute eine neue Fischspezies zu fangen. Und ja, ich warte jetzt erstmal hier das Gewitter ab, das jetzt hoffentlich vorbeizieht, und dann legen wir weiter los. Und er hängt dran, jawohl. Ja, Heavy Cover Brassen.
Habe ich da rumlungern sehen. Genau vor die Futterluke geworfen und erst drauf. Oh, Schnur und Kiemen, das will ich natürlich nicht. Und erst drin, jawohl. Guckt euch diesen Klodeckel an. Guckt euch dieses Vieh an, ey. Üble Nummer, also das ist bestimmt, also auf jeden Fall über 50. Schön. Yes. Und wie sich das gehört, das Vorfach ist schon glibberig. Boah, ekelhaft, ey. Boah, jetzt guckt euch hier diese Schleimkuller an. Jetzt muss ich extra die Nymphe abmachen, damit ich tatsächlich diesen Schleimklumpen vom Vorfach ziehen kann. Auf diese Fliege hat er gebissen. Das ist eine Prince, heißt das gute Stück. Was fressen sie denn nur? Die Nasen. Ich sehe nicht das. Keine Ahnung, was die fressen. Wer hat jetzt ein Blatt in den Mund genommen? Was ist, meine Nymphe nehmen sie nicht? Oh ja. Was ist das? Ich glaube, das ist ein Aaland. Oh, bitte lass es ein Aaland sein. Und er ist natürlich ein Kraut. Ach nee, ist ein Döbel, oder? Ja, was ist es? Ach, Döbel, scheiße. Ich dachte ein Aaland. Ach Mann. Macht schon mehr Ballett wie so ein Brassen, Alter. Das ist ja wirklich krass. Ah, bekommen wir den gleich abgehakt, ohne zu keschern? Natürlich nicht. Na, komm her, mein Guter. Ah, was ist es? Ah, ist wieder ein Döbel. Ja. Oh, schöner Rauspullen. Ah, ja. Ach Mist, ich dachte, das ist eine Nase. Naja, gut. Kurz und schmerzlos. Oh, was ist es? Na, Döbel, ja. Schön aus dem Dickicht. Kommt da hoch. Alter, Verwalter. Oh, jawohl, schön aus dem Salat raus. Ja, Döbel. Ja, die sind halt immer schneller wie die Nasen. Ne? Dann kommt gleich mit Gemüsebeilage. Aber macht schon Spaß, die aus dem Dickicht, aus dem Kraut rauszupulen. Ja, hier sind überall Brassen und ich glaube auch der eine oder andere Aaland am Werk. Man sieht das schon zwischen den Krautwasserpflanzen. Da stehen sie, oh, da schwimmt einer vorbei. Sind auf jeden Fall aktiv am Fressen, aber natürlich schwierig, die Nymphe zu präsentieren. Boah, das sind ja so schnell im Nebenalter. Das ist ja krass. Ja, leider nicht gefilmt. Ich blöd, Mann. Ja. Mr. Brassen. Also mein Lieblingsfisch wird er definitiv nie werden, ey. Ekelhaft, ey. Ekelhaft. Aber es ist eine Herausforderung, die überhaupt zum Biss zu überreden. Ja Leute, ich mache mich vom Acker, es war ein schwieriger Tag, es war ein harter Tag, Aprilwetter im Sommer, aber dennoch, wir haben richtig geilen Karpfen gefangen, wir haben Döbel gefangen, wir haben gezielt Brassen gefangen und wir vergessen den geschleppten Barsch nicht. Ne? Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal mit den Rapfen oder auch mit der Nase oder vielleicht auch mit dem Hecht,
Wer weiß, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und ja, macht's mir nach. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.